Sehr verehrte Damen und Herren, hier sind wir wieder. Zwar nicht an der Stelle, wo wir eigentlich abgespeichert haben, aber mittlerweile hat man sich an die Problematik gewohnt und wir müssen da lang. Hier ist jetzt gleich so ein Typ, der singt so ein bisschen unheimlich. So, ich gebe nochmal schnell meinen Puls durch. Schauen, wie weit er sich verändert im Spiel. 61, ich würde sagen, alles ganz entspannt. Los geht's. Ja, auch wenn wir hier in der Folge davor schon am Ende waren. Trotzdem wieder gruselig. Schauen wir mal, was hier ist. Da sind wir gar nicht hingegangen. Der tote Wächter. Oh, eine Batterie. Immer gut. Kommt näher her. Okay, wir schauen weiter in den Raum. Da wissen wir auch noch. Da geht's so, ist ein Loch im Boden, da werden wir dann mal gleich mal runterhüpfen. Aber davor plappert uns einer zu, der uns hier einiges erzählt. Los geht's. Halt, falsche Taste. Schon wieder. Jetzt weiß ich, wo es ist. Was blitzt denn da so schön? Batterie wahrscheinlich. Nö. Auch noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Nee. Ja. Wie geht's weiter? Klettern wir mal da runter. Jetzt kommt bestimmt gleich ein neues Ziel. Oh, gebt euch mal die Brühe hier. Aha, Male and Female. Ja, es geht schon wieder los. Der Typ ist auch noch richtig Matsche. Eieiei, hör mir auf. Also eigentlich traut man sich schon gar nicht weiter. Ich höre doch schon wieder irgendwas. Extrem spannend, wirklich extrem spannend. Und das Müllbeutel. Okay, weiter geht's. Es ist ja schon recht lange nichts mehr passiert, also man kann es direkt abwarten, dass es hier gleich weitergeht. Okay. Nein, 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 nein. Da ist zum Glück ein Zaun. Hinter der Tür ist was.
Also, entweder machen die Tür auf und flüchten zurück oder verkriechen uns gleich in dem Rohr. Alter, also es ist wirklich extrem spannend. Warum habe ich nicht die Tür einfach mal aufgemacht? Ich weiß es leider nicht. Ah, ich hätte die Tür aufmachen sollen. Hier kriegt man nur ein Batterieproblem. Das Ding ist zu. Okay. Bin hier wieder in einem Raum. Extrem gruselig hier. Erstmal durchatmen. Kurzer Pulscheck. Alles gut, 58. Aber in mir rumort's ganz schön. Es ist echt mega spannend. Ist hier eine Batterie? Das wäre mal wieder super. Leider nicht. Okay. Hoppala. Den Sprung haben wir nicht geschafft. Machen wir die Tür auf. Oder die Tür. Ich mach mal die Tür auf. Uiuiui, okay. Wer ist der Kollege? Der redet nicht viel. Er schaut wirklich ungut aus. Wie ernährt er sich eigentlich? Wir machen wieder die Tür zu. Und dann nehmen wir die Tür. Es kostet immer ein bisschen Überwindung. Also es ist krass auf jeden Fall. Oh weh, ei, ei, ei. Okay, jetzt schwimme ich in dieser Brühe rum. Und weiß nicht, wo lang. Oh, okay, hier ist ein Loch. Aber das ist wirklich so der letzte Ort, an dem man sich aufhalten sollte. Okay, Syrien, da möchte ich jetzt auch nicht sein. Da ist wieder ein Loch, oder? Nee. Okay, wie kommen wir hier raus? Da sind wir rein. Okay, leider auch Batterie jetzt leer. Wechseln wir mal die Batterie und suchen uns einen Weg. Da blinkt was, das ist eine Batterie, das ist sehr gut. Halt da ist auf das Ding können wir noch drauf, oder? Bin ich jetzt drauf? Ne, wo ist das Ding? Ich weiß nicht, wo lang. Kann ich das Fass bewegen? Das Fass, das ist die Kiste. Schauen wir mal. Bewegt die sich?
nicht wirklich. Kleines Problem, wo geht's hier weiter? Ich gehe jetzt mal zurück. Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, wo ich hierher gekommen bin. Ich habe mich irgendwie total jetzt verlaufen. Ah, von da bin ich, glaube ich, runtergesprungen. Und so wie es ausschaut, komme ich da auch gar nicht mehr rauf. Okay, oder? Okay, wir gehen jetzt da wieder durch. Und gucken uns das jetzt mal alles an. Einmal, zweimal. Wir müssen irgendwie da raufkommen wieder. Und das geht doch nur hier mit diesem Fass. Ich weiß nicht, warum ich mal Fass sage. Es ist eine Kiste, verdammt. Aber wie? Scheiße, Batterie fast leer, Leute. Ich komme da nicht rauf. Ich weiß nicht weiter. Wo müssen wir denn hier entlang? Bin ich zu blöd, das zu checken? Wir müssen da oben rauf. Aber... Kann der auf dem Gitter klettern? Nee. Wir merken, wo das Loch ist. Wie komme ich da rauf? Ja, ich weiß es nicht. Habe ich noch eine Batterie? So, ich gehe nochmal zurück. Ah, hör auf! Ich muss gar nicht in die Brühe. Das ist aber nicht der Raum, von dem ich hergekommen bin, oder? Nee, die Tür schaut anders aus. Doch. Was ist denn da schiefgegangen? Ja, verdammt. Okay. Irgendwie ist gerade der Wurm drin. Hier geht's nicht weiter. Alles klar. Jetzt gehen wir da entlang. Und hier hüpfen wir nur in die Brühe. Das ist jetzt echt sauschlecht. Ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. Das Loch war für ein Arsch. Also war so ein Arschloch. Jetzt schauen wir mal, ob wir da raufkommen. Okay, das hat geklappt. Oh nee! Da geht's wieder rauf, denke ich mal. Boah, und wieder runter? Nee, oder? Boah, hör mir auf. Wo geht denn das hin? Wo geht das hin, Leute? Wo geht das hin? Ich weiß es nicht. Wir springen da nochmal rein. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Oder wie es weitergeht. Komme ich da durch? Ja, da komme ich durch. Muss ich da durch? Ich weiß es nicht. Bin ich jetzt richtig? Ich weiß es nicht, liebe Leute. Ob ich richtig bin oder nicht, seht ihr in der nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr wieder reinklickt. Ciao, Servus, bis später.